Öffentliche Gebäude sind ja oftmals optisch eher kühl und sachlich in ihrer Einrichtung gehalten. Eher selten bestechen sie durch Wohnlichkeit oder einer ansehnlichen Aufbereitung. Warum auch? Anders ist das in den Räumen der FluWuG Nordmark. Vor einem Jahr zog die Genossenschaft in ihr neues Gebäude am Wiesendamm und zeigt jetzt, wie geschmackvoll Flure und Zimmer eingerichtet werden können, unter anderem mit Kunstwerken. Die FluWuG hat es wieder getan und holt sich zum zweiten Mal die Kunst ins Bürogebäude. Ab sofort finden die Besucher in der neuen FluWuG-Zentrale nicht nur guten Service, sondern nun auch die kunstvollen Aquarelle des Malers Klaus Bergner. Ich glaube, vom Sujet passt es natürlich sehr gut, eine Wohnungsbaugenossenschaft mit meinen Städtebildern. Und ich habe dann halt zugesagt, weil auch die Räumlichkeiten sehr gut sind, eignen sich hervorragend zum Ausstellen. Wir haben hier eine neue Geschäftsstelle errichtet und da hat man ganz viele weiße Wände und die müssen bestückt werden. Und da haben wir einfach nach einem Künstler gesucht und sind ins Gespräch gekommen. Es passt auch inhaltlich gut zusammen, die Baugenossenschaft und die Aquarelle, die sich mit dem Thema Stadt auseinandersetzen. Denn mit der Stadt Hamburg setzt sich schließlich auch die FluWuG auseinander, die als Baugenossenschaft das Leben und Wohnen in der Stadt mitgestaltet. Dem Künstler aber geht es, wie das bei Künstlern nun mal so ist, weniger um den Wohnungsbau als vielmehr um die Stimmung. Ja, Hamburg bietet sich sehr gut an, wenn man so ein bisschen abrückt von den typischen Sehenswürdigkeiten. Hamburg ist ja eine sehr moderne Stadt, eine Millionenstadt, auch mit einem sehr hohen Neubauanteil. Und da gibt es sehr viel Atmosphäre auch in der Stadt selber. Wohnraum hat auch immer etwas mit Kunst zu tun. Auch in den Wohnanlagen finden Sie vielfach Kunst. Nicht nur bei der Genossenschaft der FluWuG, sondern auch bei anderen Anbietern. Und so ist es sehr dicht bei. Wir haben auch schon Tiefgarageneinfahrten gestalten lassen oder Garagentore künstlerisch gestalten lassen. Und so ist das Wohnen und Wohlfühlen ist sehr eng mit Kultur und Kunst verbunden. Klaus Bergner arbeitet seit 1989 als freischaffender Künstler in Hamburg. Der Grafikdesigner malt und zeichnet vom Porträt über die Marinemalerei bis hin zur Architekturdarstellung fast alles, was sich mit Farben fixieren lässt. Und wie jeder Künstler freut er sich auch über jede Ausstellungsmöglichkeit. Es geht immer um die Menschen. Also wenn die Menschen es interessiert und die FluWuG war sehr stark interessiert, dann ist das für mich natürlich auch einer der Gründe, auszustellen. Also ich bin immer begeistert, wenn ich Leute ansprechen kann mit meinen Bildern. Wir haben schon einmal so eine sogenannte Vernissage veranstaltet, auch mit einem positiven, guten Erfolg und würden das auch fortsetzen. Denn ganz so viele Bilder können wir uns gar nicht leisten, um hier die Geschäftsstelle zu bestücken. Und das ist eine ideale Möglichkeit, auch Mitgliedern einen anderen Zugang zur Genossenschaft zu bieten. Jetzt hängen die Bilder von Bergner in der Baugenossenschaft. Kunst im Büro, wie das geht, zeigt die FluWuG noch bis zum 31. März 2012.